Bei eBay aber 215 Euro. Okay, Wahnsinn. Krass. Ich habe 100, ich habe glaube 180 Euro gezahlt für das Tablet. Also es war da gerade im Angebot. Okay, keine Sondergut. Schon lange nicht mehr zu kaufen. Echt? Auf eBay gibt es immer wieder welche für knapp Sonder gebraucht, aber oft mit Garantie. Ja, wie gesagt, ich habe das. Wann habe ich das geholt? Vor einem halben Jahr oder so? Bin ich auch schon gefreut wie so ein Schneekönig. Light the Duck! Ja! Ja! Karte. Oh nein. Wer das nicht mitbekommen hat, oh nein, ich hab gesagt, dem ersten in Nat 5 Light and Dark Monster, der kriegt von mir eine 15 Euro Google Play Card. Oh. Hat lang gedauert. 2,5 Jahre, bestimmt schon über 1500 Light and Dark Scrolls bei allen geöffnet. Null. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo ist sie? Hier, oh mein Gott. Light Inugami. Ach, Light Inugami. iTunes, bitte. Oder iTunes, was auch immer. Was? Kratz. Hallo, nein, nicht upgraden. Kannst du die erwecken? Können wir die erwecken? Hallo, erwecken? Kann ich die erwecken? Bitte, kann ich die erwecken? Please. Oh mein Gott. Ja, oh Gott. Wuhu! Freust du dich, Rock? Freust du dich? Oh Mann. Extrem nice. Okay, Fertigkeit. Wir gucken uns das mal an, natürlich. Liederfertig, das Angriffstempo der verbündeten Monster in Gildenkämpfen um 33% gestiegen. Zufällige ausgewählte Verbündete attackieren mit, wenn du eine... Was? Wenn du in deiner Runde attackierst. Okay, ja. Oh Gott. Also, ausgewählte Verbündete greifen dann immer mit an, bei jeder Attack. Greift den Feind an und entfernt alle stärkenden Effekte des Ziels. Werden zwei oder mehr stärkende Effekte entfernt, erhöht sich der Angriffsbalken aller Verbündeten um je 20%. Und zweimal jeder Attacke hat eine Chance gegen den Angriff als Streifschütze. Ja gut, die kennen wir ja, die Attacke. Auf jeden Fall so eifersüchtig. Oh mein Gott, ey, das ist so Wahnsinn. Ich bin gerade so fix und fertig, Leute. Ich bin gerade wirklich voll im Eimer. Ich kann nicht mehr. 2,5 gottverdammte Jahre. Oh mein Gott. Weißt du warum? Eigentlich bräuchte ich jetzt irgendwie, ich bräuchte was zu trinken oder so. machst du ein Giveaway? Ein Giveaway für ihn, im Prinzip. Ja, yeah, für ihn. Oh mein Gott. Es ist so krass. Es ist so krass. Das ist gerade zu viel für mich, sorry. Tut mir echt leid. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr neidisch, aber es ist auch verständlich. Aber es ist okay und ich freue mich auch. Ich freue mich für ihn und dass es auch endlich mal für mich geklappt hat, dass ich überhaupt mal eingezogen habe. Vielleicht nicht auf meinem Account, aber ich habe immer gesagt, ich will einfach nur mal einen ziehen. Oder eine, ja? Eine ziehen. Was auch immer, aber ich freue mich einfach für ihn.
E4 Light and Dark waren das? Ich glaube, es war die erste. Es war die erste Light and Dark, die wir geöffnet haben. Huch. Mia hat die eh nächste Woche. Das kann sein. Das kann sein, ja. Waking R. Also wenn jetzt noch was kommt, das wäre auch ziemlich krass. So, was haben wir gezogen? Was war denn jetzt eigentlich? Der Wikinger, der Mammut, lieber Basalt, wäre nice gewesen. Wir haben die beiden Nat 5 schon gezogen, Leute. Wir haben Sylvia. Oh mein Gott. Und wir haben, ja gut, okay, halt Lagerhalter oder so. Aber ich denke mal, das wird dein nächstes Nat 5, Sixter werden. 2,5 Jahre. Und ist das dein erstes Light in Dark? Sieht so aus. Sieht so aus. Oh Mann. Oh Mann. So krass. Hallo. Geh auf Beschwören. So Leute, ihr könnt euch jetzt hier diesen Beschwörungsbutton nachbauen und Caro. Hallo. Jetzt. Aha, schön. Oh mein Gott. Danke, Rövid. Trampelfrau denkt sich nur so. Hier kommt aber kein Lightning mehr. Komm, wir nehmen jetzt hier. Legendäre. Hui. Sehr nice auf jeden Fall. Falls du sie schon hast, egal, Skill-Ups. Skill-Ups immer wichtig. Falls Skill-Ups dann natürlich noch nicht voll hast. Eben. Pirate. Okay. Also wenn jetzt noch was kommt, das wäre krass. Soko, die habt ihr ja gesehen, ja, bei dem Turnier, die ist echt cool, ja, die Light, Light. Ja, Light auch, sowieso, aber die Wasser-Soko. Oh, noch eine Soko, ah, das ist jetzt die Shit, die ist blöd. Okay, kommt was. Wir haben noch eine Light and Dark Beschwörung. Ah, nichts, aber vielleicht ein guter... Freestar, ne? Wie war das mit der Leitschlange? Leitschlange? War das nicht irgendwo bei Robbe im Stream immer? Leitschlange? Leit? Ja, schade. Leider kein Dark, aber es ist vollkommen egal, was. Ich bin immer noch so baff. Ich bin so fertig. Oh, ich bin so fertig. Vor allem, ich weiß noch nicht mal, ob ich GEMA-freie Musik... Also, ich hatte keine GEMA-freie Musik laufen. Das heißt, es kann sein... Aber ich, egal, wir probieren das. Egal. Ey, das ist so Wahnsinn. Wenn man zu lernen... Hey Karo, lohnt es sich, Devilmons zu leveln? Ja, es lohnt sich, ja. Wenn man Monster sparen will, lohnt es sich definitiv, Devilmons zu leveln. Ja, hey, nee, er braucht, ja, gar nichts mehr. Ich denke mal, er will jetzt auch sicherlich gerne in seinen Account rein. Es ist so krass. Es greifen immer zufällige Verbündete mit an. Ja, also wenn du angreifst, dann greifen zufällige Verbündete mit an. Stärkende Effekte werden entfernt im Prinzip. Angriffsbalken von uns werden... erhöht. Das ist ein reines, das ist so PvP, das ist so krass. Das ist krass. Dala, dala. Danke, Mr. Lord. Danke, danke, danke. Vor allem Axel Hirt hat geschrieben, your reduction is so cute. Thank you. Schau, du darfst die Sixer machen. Wie, ich darf sie Sixer machen? Geht da jetzt gerade gar nicht. Ich kann sie nicht Sixer machen. Die will erstmal gelevelt werden, die Keule. Die Eule, oder? So, okay. Druff klatschen, druff, druff. Warte, einzeln. So, wir machen immer 3. Oh, komm doch mal, Boost. Gib uns Boost. 1, 2, 3. Boost. Okay, 1, 2, 3. Es ist so weit, Leute. Es ist so weit. Es ist so weit. Es ist so weit und ich freue mich so. Oh mein Gott. Okay, reicht. So, jetzt Chat. Einer? Ernsthaft? 152 Einer?
Bei den restlichen kommt das wahrscheinlich jeden Tag vor. Gehe ich jetzt mal von aus, ja. Oh, es ist so krass. Ich will jetzt mal, warte mal, wir hauen, wenn das für dich okay ist, mal noch ein paar drauf. Und dann Rubber, ist der geruhnt? Nee, der ist nicht geruhnt. Ach, keine Ahnung, welchen Crap wir hier reinnehmen. Mit dem Tyrant? Ist Tyrant geruhnt? Ja. Tyrant ist geruhnt. Okay, reicht. Werde dazu. What? Nein. Obwohl, Werde wäre eigentlich eine coole Idee. So, okay. Nochmal. Wir wollen einfach nur, dass sie mal ein bisschen drankommt, ja. Mehr interessiert uns gar nicht. Habt ihr das gesehen? So, okay. Nochmal. Ja. Also greift halt immer jemand mit da an. So, down. Hier. Nein, das ist nicht mein Account. Das wäre schön. Nein, ist es nicht. Aber wir haben gerade halt die Sylvia gezogen und ich bin so lucky. Sorry, wenn ich nicht auf den Chat oder so geachtet habe oder irgendwas. Also, das ist Ausnahmezustand. Ich hoffe, das versteht ihr. Okay, wenn nochmal die... Oh. So geil. Leute, es ist so schön. Meiner. So, okay, hier. Dairon, Rock. Und danke, dass du meinem Wunsch... Ja, er hat davor noch geschrieben, dafür ein Light in Darknut 5. Okay. So, okay, hier, zack. Und sie ist... Also, die ist ja jetzt ungeruhnt, ja? Das müssen wir jetzt auch noch beachten, aber... Oh, ist so schön. Was ist passiv? Passiv ist, nimmt immer einen Verbündeten mit. Nimmt immer einen Verbündeten mit bei jedem Angriff, den sie macht in ihrem Zug. Das ist die Passive. Zweite ist halt, nimmt positive Effekte vom Gegner weg und erhöht um 20%. Erhöht sich das eigentlich noch weiter? Mal gucken. Hier, genau, die Passive. Und um 20%... Nee, nur Abklingzeit minus eine Runde, also alle drei Runden dann im Prinzip kann sie die ganzen stärkenden Effekte des Ziels halt wegmachen. Werden zwei oder mehr stärkende Effekte entfernt, erhöht sich der Angriffsbalken aller Verbündeten um je 20%. Also die muss echt schnell werden. Das ist Wahnsinn. Okay. Krass. Die kannst du auch in den Elemental Rails bei Dark zum Beispiel rein benutzen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es ja noch nie mit dir gespielt oder so, aber ich denke, du kannst sie ja selbst im Necro mit benutzen. Also ich gehe davon aus, die kannst du auch auf jeden Fall im Necro noch mit benutzen. Okay.